Und damit herzlich willkommen zur 16. Folge schon von Pokefact. Ich find's interessant, dass wir schon bei 16 Folgen sind. Wenn man mal denkt, jede Folge 7 Fakten, da kommt einiges zusammen. Könnt ihr mal selber ausrechnen, was das ist. Da bin ich gerade zu faul für. Jedenfalls würde ich sagen, ohne große Umschweife, da ich die Folge direkt im Anschluss zur 15. Folge aufnehme, konnte ich leider bis jetzt keine Kommentare lesen, weil das Video davor noch gar nicht erschienen ist. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir fangen direkt mit Fakt Nummer 1 an. Und mit Fakt Nummer 1 wenden wir uns dem Pokémon Voluminas zu. Ihr kennt ja sicherlich das Bart-Pokémon, das sind quasi kleine Metallstückchen, da ja Voluminas einen Kompass darstellt. Und ich kann es verstehen, dass man da natürlich, wenn so viel Zeugs an der Nase hängt, auch mal niesen muss. Was ich cool finde, ist, dass da ein kleines Gimmick eingebaut wurde, und zwar hören wir jetzt mal den Ruf von Voluminas. Der Ruf ist nämlich angelehnt an ein Niesen. Das ist quasi, Voluminas Ruf ist einfach ein Niesen. Vielleicht könnte jemand Voluminas mal ein Taschentuch reichen. Wäre cool. Wir kennen ja alle den 600 Basewert Drachen Viscogon. Was bei Viscogon und seinen Vorentwicklungen einzigartig ist, ist, dass Viscogon ja 600 Basispunkte hat. Wenn wir jetzt noch von Viscargo die Punkte quasi von 451 abrunden auf 450, hat Viscogon einfach mal doppelt so viele Basispunkte wie Viscora, während Viscargo genau in der Mitte dazwischen liegt. Wir hätten also Viscogon mit 300, dann Viscargo mit 450 und Viscogon mit 600. Und das ist komplett einzigartig in der Pokémon-Welt. Finde ich ziemlich cool. Wir wenden uns mal wieder so den Pokéfact-Gimmick-Pokémon zu, und zwar Pygraulon und Megalon. Die können nämlich in der 6. Generation Stahlflügel lernen, obwohl sie keine Flügel oder ähnliches besitzen. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, woran es liegt, werde ich euch das nämlich jetzt sagen. Stahlflügel ist in der 6. Generation nämlich TM51. TM51 war in der 5. Generation allerdings noch Seitentausch, wurde was geändert. Und Game Freak hat quasi einfach vergessen, Pygraulon die Fähigkeit zu nehmen, TM51 zu lernen, was dafür gesorgt hat, dass Pygraulon und Megalon einfach Stahlflügel lernen konnten. Kleiner Fehler wieder von Game Freak Seite, kann mal passieren, ist nicht schlimm, aber es ist schon ziemlich interessant, dass das Ding Stahlflügel lernen kann. Mit dem nächsten Fact habe ich eine kleine Aufgabe für euch, und zwar, denkt mal an ein Pokémon. Es gibt ein Pokémon, beziehungsweise eine Evolutionsreihe, beziehungsweise einfach eine Reihe an Pokémon, die von der ersten Stufe bis zur letzten Stufe beide Typen verliert. Das heißt, Stufe 1 hat quasi zwei Typen, während die letzte Stufe beide Typen nicht mehr besitzt. Ich gebe euch mal kurz 5 Sekunden Zeit. Und falls ihr daran gedacht habt, dass es Wablu ist, dann hattet ihr recht. Nämlich, Wablu besitzt die Typen Normalflug. Entwickelt sich zu Altaria, besitzt die Typen Dracheflug. Vollzieht sie jetzt die Mega-Entwicklung, bekommt die Fähigkeit, bekommt die Typenkombination Drache-Fee. Das heißt, Mega-Altaria hat Drache-Fee, Wablu hat Normalflug. Zwei komplett unterschiedliche Typen gibt's sonst gar nicht mehr. Interessant. Und an jeden, der es gewusst hat, ihr kriegt einen Keks. Jetzt noch was Interessantes, was mir mal aufgefallen ist. Und zwar, wenn wir uns die legendären Pokémon aus Oras angucken, die kommen ja durch die Ringe. Die Ringe sind Hoopas Ringe. Was heißt, Hooper war schon von Anfang an quasi in Oras. Und ja, ich weiß, klar, es war von Anfang an mit einprogrammiert und alles so. Aber wirklich, es war schon von Anfang an gedacht. Denn Hoopas Ringe sorgen einfach dafür, dass man die legendären Pokémon aus anderen Generationen in Oras fangen kann. Und ich muss persönlich sagen, ich finde, das ist mal eine richtig coole Idee. Denn warum einfach nur die Pokémon random irgendwie reinpacken, nur damit sie drinnen sind, wenn man durch Hooper quasi die Möglichkeit besitzt, die Pokémon auch mit einem Grund in Oras zu schicken. Es ist ja normalerweise nicht möglich, zum Beispiel Dialga in Oras zu kriegen, weil Dialga existiert nicht in Hoenn. Es ist ein Sinnoh-Pokémon. Aber durch Hoopas Ring kann eben Dialga in die Region geholt werden, was ich ziemlich cool finde, weil jetzt hat es quasi auch wirklich einen Grund, warum die Pokémon überhaupt zu fangen sind. Finde ich ziemlich cool. Und beim 6. Fakt gehen wir in den Weltraum. Und zwar in der letzten Szene von Oras aus der Delta-Episode sind wir ja im Himmel. Beziehungsweise im Weltraum, mit Rayquaza und kämpfen gegen Deoxys. Setzt man in dem Weltraum, das ist die einzige Möglichkeit, wie man da sein kann, Naturkraft ein. Naturkraft ist eine Attacke, ihre Attacke hängt davon ab, wo du dich befindest. Bist du im Sand, bist du im Gras, bist du im Wasser, bist du in der Stadt, machst du gerade einen Online-Kampf oder eben bist du im Weltraum. Und was passiert? Naturkraft wird zu Drakometeor. Ist die einzige logische Folgerung, aber ich finde es ziemlich cool, dass wir einfach einen Draco quasi droppen können. So kann nämlich unter anderem Amagaga, welches ja Naturkraft lernen kann, einfach mal einen Draco droppen. Das ist schon ziemlich cool. Normalerweise bin ich immer gegen Pokédex-Einträge bei Pokéfact, aber den einen nehme ich jetzt mal rein, und zwar Quabbel. Quabbel hat nämlich den Pokédex-Eintrag, und in dem steht drin, dass es Pokémon tötet. Es ist damit das einzige Pokémon, was nachweislich
wo es im Pokédex explizit drin steht, dass es tötet. Klar, es gibt noch die anderen Pokémon wie Drifblon, die Menschen entführen oder so, aber bei Quabble ist es wirklich das einzige Pokémon, beziehungsweise der einzige Pokédex-Eintrag, der explizit beschreibt, dass es seine Opfer tötet. Und wenn man denkt, dass Pokémon eigentlich für Kinder gedacht ist von Nintendo, dann ist das schon ein bisschen creepy, muss ich sagen. Ist halt Quabble, ist halt ein Wassergeist. Apokalypse hatten wir auch in der letzten Folge. Dann haben wir jetzt auch noch Quabbel abgehakt. Und das war es auch schon wieder mit Folge Nummer 16. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich wieder über Feedback in den Kommentaren freuen. Und mich würde es auch interessieren, wer das mit Wablu wusste. Das wusste ich persönlich, als ich es gefragt wurde, auch nicht. Und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderbaren Freitag, einen schönen Start ins Wochenende. Und wir sehen uns dann am Sonntag zur GPL. Bis dann. Ciao.